Heute Nachmittag vor dem Stadthaus in Zürich. Ein frisch vermähltes Paar verlässt das Standesamt. Sie Schweizerin, er Kalifornier. Die beiden kennen bereits die ersten Tücken der binationalen Ehe. Eine Sache, an der wir arbeiten müssen, ist die Kommunikation. Englisch ist nicht ihre Muttersprache und ich habe erst begonnen, Deutsch zu lernen. Das ist manchmal schwierig. In der Schweiz sind 36% aller Ehen gemischt national. Dies zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Am höchsten ist die Zahl der binationalen Ehen in Genf mit 49,3%, gefolgt vom Tessin mit 45,9%. Am wenigsten Ausländer geheiratet werden in Uri und in Appenzell-Innerrhoden. Die Schweizerin Barbara Jäger und Almir Surkovic aus Bosnien sind seit 16 Jahren verheiratet. Seit 20 Jahren ein Ehepaar sind die Bernerin Marianne Helfer und Rafael Herrera, Jurist aus Honduras. In ihrer Familie seien die kulturellen Unterschiede kaum Anlass zu Reibereien. Wir essen mehr Tortilla und Bohnen und Avocado vielleicht als andere Leute, aber nein, eigentlich nicht. Und Kindererziehung ist eher Verhandlungssache. Ich glaube, also, das müssen wir untereinander aushandeln, wie wir das machen wollen. Im Haushalt das Gleiche. Der Raphael kocht meistens. Ich mache dafür meistens die Wäsche. Mhm. Oder? Ja, wir verhandeln es. Das sind nicht Eigenheiten. Aber vielleicht ist genau das eine Eigenheit. Es gibt keine Selbstverständlichkeit von Anfang an. Also muss man halt, wir sind auch gewöhnt, müssen zu verhandeln miteinander. Die Offenheit, die muss da sein. Aber ansonsten ist es einfach ein Nein. Und ja, ein Zusammenleben bringt immer Schwierigkeiten. Und man muss bereit sein, die Schwierigkeiten zu bewältigen. Am meisten heiraten Schweizerinnen und Schweizer Deutsche. 2015 waren es 2.148 Ehen. Auf der Rangliste folgen danach Italien, Kosovo, Frankreich und Serbien. Dahinter die Türkei, Mazedonien und Portugal. Erst dann folgen exotischere Länder, nämlich Thailand und Brasilien. Es war einfach ein Superkulturschock. Ja, und dann komme ich hier und das ist so schon geregelt. Und das hat mich einfach... Das gefällt dir, oder? Ja, aber sicher. Ja, klar. Doch auch das multikulturelle Zusammenleben ist nicht immer nur süß. Sommerferien, wo man dann aus Fairnessgründen natürlich ins Land, im Land verbringt vom Partner, was am Anfang manchmal ein bisschen schwierig ist. Dass jetzt das einfach jeden Sommer so ist, aber schlussendlich auch eine riesige Bereicherung. Man gewinnt dann zweite Heimat. Ich musste mit vielen Vorurteilungen kämpfen. Ich musste meinen Platz hier in die Gesellschaft finden. Und beruflich, das wusste von Anfang an, dass es schwierig sein werde. Aber ganz anderes eigentlich nicht. Wir leben jetzt in einer Welt, wo die Distanzen nicht mehr so weit sind, wie es früher war. Auf Hochs und Tiefs müssen sich auch die frisch Verheirateten einstellen, denn diese kommen, egal welche Nationalität.